Hey, was geht? Heute war mal Fasching. Mach ich Vlog dort. Also, lass uns so sehen. So. Jetzt muss es richtig sein. Geh mal. Ich will zum so umlaufen. Das ist so ein Kampf. Gehen wir über diese Gasse da. Ich habe erst erwartet, dass es ziemlich kalt wird, aber geht. Ich bin zu früh. Aber es war eine andere Party. Und wir kommen doch gleich im Rathaus noch. Also eine Minute warten oder so. Ja. Aber ihr wisst, ich bin so seltsam. Der war toll. Ich weiß immer noch nicht, wie rum dieser Hut sein sollte. So, oder? So vielleicht.
Unverwunden. 3 Jahre waren wir nun fort. Corona hat Fasching komplett unterbunden. 3 schöne Jahre waren es für die Halunke. Da drin. Kein Narr konnte euch in der Zeit kontrollieren. Alles wurde im Rathaus einfach durchgewunken. Wie konnte das sowas nur passieren? Danke, Terry. Doch jetzt, ihr Narren, ist es soweit. Mit Hellseelau, Hexehuf und Stotze raus und Blaufunkehelau, da beleben wir wieder unsere geliebte Fastnachtszeit und stürmen heute das Gemeindehaus. Und damit, die da drinnen sind, nicht allzu sicher fühlen, nach den 3 Jahren Corona-Bummelei wohlgenährt und träge sitzte sie auf ihrer Bürostühle. Haben wir dieses Jahr zusätzlich Verstärkung dabei? Ja, ja, ihr Beamte, ihr seht sie sicherlich schon. Sie stärken uns beim Sturm auf euren Beamtenbau. Uns unterstützt heute ein kanadisches Faschingsbataillon. Die Edmonton-Funken in weiß und blau. Jetzt sitzt ihr da drin und seid am Bibbern. Wart grad so schön ans narrenfreie Regieren gewohnt. Seid von Kopf bis Fuß nur noch am Zittern. Heute werdet ihr für die letzten 3 Jahre gebührend belohnt. Ja, heute kriegen wir euch alle endlich dran. Ihr Tippsen und Stempler und auch ihr Ratschreiber, egal ob Chef oder Azubi, egal ob Frau oder Mann, denn so wie bisher geht es hier nicht weiter. Vorbei die Zeit der unnötigen Bürokratie, der Stempel und der Siegel waren. Wir zwingen die Beamten heute in die Knie. Ab jetzt, da sind wir Narren dran. Komm los, ihr Hexen, stürmt hinein ins Gemeindehaus. Legt sie in Fesseln, gut verschnürt und festgebunden. Schafft die ganze Bagage zu uns hier raus. Wir haben das Volk lang genug geschunden. Nun steht sie hier, die ganze Bande. Ab jetzt gehört uns Narren hier die Macht. Wir machen euch ab heute keine Schande, denn jetzt regiert die Fasenacht. Und trotz der leeren Gemeindekasse geloben wir euch allen, hier und heute. Die Trübsal ist ab jetzt wie weggeblasen. Nun regiert hier die Heiterkeit und Freude. Und diese Halunken und alte Genosse werden mit uns keinen Spaß mehr haben. Ab in der Hexekeller und da wird dann fest verschlossen. Dort könnt ihr dann bis Aschermittwoch darben. Drum los, ihr Hexen, schafft sie fort. Denn unser Volk weiß es genau, Frohsinn und Heiterkeit erblüht im ganzen Ort. Auf unser Wahlversprechen ein dreifach kräftiges Helse! 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 Spargel! 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 Hexe! 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 Storze! 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 Blaue Funke! Blaue Funke! Blaue Funke!
Blau, ihr lieben Leute, endlich ist wieder einmal Faschingszeit. Feiern durften wir lange nicht mehr. Das fehlte uns ja gar so sehr. Wir freuen uns auf eine schöne Zeit. Für die sind wir jetzt bestimmt auch alle bereit, oder? Da steht der Baum in voller Pracht als Status für die Hexenmacht. Die werden wir jetzt an uns nehmen und uns kein bisschen dafür schämen. Ein neues Oberhaupt wir haben, doch die hat heute nichts zu sagen. Die Hexen sind jetzt an der Macht und sagen dir, nun gebt gut Acht. Wir werden hier ganz wild regieren und dabei keine Zeit verlieren. Los, Kerstin, rück Schlüssel und Kasse raus. Du hast nichts mehr zu sagen in diesem Haus. Die Hexen regieren mit ganz viel Radau und grüßen euch alle mit einem dreifach kräftigen Hälse! 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 Hexe! 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 Spargel! 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 Stotze! 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 Blaue Funke! Blaue Funke! Blaue Funke! Dankeschön! Thank you! So folgt ein jeder hat's erkannt, der Rathausturm im Hälserland. Hälse, hello, ihr wildes Narrenvolk, euch ist aber auch vor gar nichts holz. So wild und listig, wie ihr hier vor mir steht, mit eurem Auftritt mir keine Furcht erregt. Ich will das Rathaus beschützen vor Krach und Tumult. Was geht zu Bruch, so hab ich wieder Schuld. Ihr habt das früh erkannt und euch daher stark bemannt. Ihre Narren, ihr halbe Portion. Braucht ihr jetzt schon ein kanadisches Faschingsbataillon? Die mit unter Kugeln sprüht in blau-weiß. Doch das interessiert hier keine Mensch. Kein Mensch. Trotzdem ergeben wir uns ohne Gewehr. Ich muss euch sagen, das fällt uns nicht schwer. Der Rathausschlüssel, nunmehr euch gehört, uns dafür die Arbeit nicht mehr stört. Doch eine Antwort will ich noch wissen. Wo wir vom Rathaus jetzt schlafen müssen. Unsere Büros habt ihr uns um unsere Schlafstätte genommen. Jetzt sind wir ratlos, ganz wie benommen. Hälse liegt nun in närrischen Händen. Man sieht es hier an allen Ecken und Enden. Regiert von Hexen, Narren, alt und jung, haltet dann bloß das Rathaus in Schwung. Zum Schluss sage ich euch Hexen und Narren in verbindlichem Ton. Ab Aschermittwoch gehört uns wieder der Thron. Dann ist euer närrisches Spielchen aus und wir ziehen wieder ein in unser Haus. Und Narren, überlegt es euch gut, was ihr mit unserem schönen Hause tut und Hälse tut. Regiert es gut in dieser närrischen Zeit, dass auch danach noch etwas übrig bleibt. Bis Aschermittwoch dürft ihr nur das Zepter führen, aber nur in der Fastnachtzeit dürft ihr ungeniert regieren. Drum lasst uns jetzt feiern, vergessen die Sorgen, denn schnell ergraut der nächste Morgen. In Hälse lebt die Fastnacht seit vielen Jahren,
Die Narren strömen in großen Scharen. Versammelt sich um den Narrenbaum, erfüllt sich einen großen Traum. Nun wünsche ich euch eine frohe Stunde, das sage ich euch unverwunden. Und haltet fest an diesem Brauch und viele andere mit euch auch. Ein Dank der Freiwilligen Feuerwehr, das ist ja fein, denn die uns laden zum Feiern ein. Ein dreifach hoch der Helser Fasenacht, die uns allen immer wieder Spaß macht. Dank euch Hexen, dem HCC und der gesamten Narrenschar. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Jahr. Auf die Helser Hexen, unserem amtierenden Prinzenpaar Manuela und Sven und dem HCC, den Edmonder Funken und allen großen und kleinen Narren, ein dreifach kräftiges Helser, 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 Spargel, Spargel, Spargel und Hexe, 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 blaue Funke, blaue Funke, blaue Funke. Es ist vollzogen, wir haben die Macht. Stehen jetzt hier in närrischer Pracht und lassen sie hochleben, unsere geliebte Fasenacht. Drum feiert noch weiter bis tief in die Nacht. Wir ziehen nun weiter durch unseren Ort, doch verabschieden wir uns nicht mit Ade oder Ciao. Wir feiern die nächsten Tage in einem fort und grüßen euch mit einem dreifach kräftigen Helse, 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 Speige, 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 Hexen, 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 Blaufunke, Blaufunke, blaue Funke, Storze, 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 Asparagus. Dankeschön. Und das war's jetzt, liebe Leute. Aber die Feuerwehr, Dankeschön an die Bewirtung. Ihr könnt gerne noch bei der Feuerwehr was trinken, was essen. Rennt alle zum Stand. Das war's. Hab ein bisschen gefeiert. Bin ein bisschen getroffen. Aber egal, ich geh jetzt heim. Ja. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Mit einem neuen Video. Puh. Bis dann, tschüss.